Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Livestream. Ja, den Livestream haben wir nochmal gesondert von der Social Media Lektion getrennt. Natürlich findet das hauptsächlich auf sozialen Medien statt, aber es ist doch ein sehr großes Thema und deswegen hier eine einzelne Lektion. Ein Livestream an sich ist sehr, sehr gut für eine Interaktion oder eben einen Austausch mit einer Community. Denn die Leute können eben live Dinge kommentieren. Du kannst dann entweder mündlich direkt darauf eingehen oder kannst zum Beispiel selbst auch mit kommentieren. Und vor allem haben Livestreams aktuell eine sehr gute organische Reichweite und deswegen kannst du hier auch wunderbar deine, sagen wir mal, normale Community, deinen gewöhnlichen Follower richtig in Raving Fans verwandeln, die sehr direkt eben live an deinem Alltag zum Beispiel teilnehmen können, die dich live beim Musizieren sehen können. Und es gibt eben noch viele weitere Möglichkeiten, die Livestreaming so bietet. Livestreaming ist natürlich auch ein Beweis für dein Können. Denn bei Mixtapes und Podcasts kann man nachher noch schneiden und andere Dinge eben verändern, dass es dann doch wieder passt, obwohl es eigentlich bei der Erstaufnahme noch ein bisschen holprig war, sagen wir zum Beispiel mal. Aber eben hier beim Livestream ist alles original. Die Leute sehen direkt, was du tust, die können dich verfolgen bei deiner Tätigkeit und sie sehen, dass du das, was du tust, auch direkt auf den Punkt live abliefern kannst. Auch natürlich für potenzielle Auftraggeber genauso interessant wie für den klassischen, privaten Konsumenten. Wenn du einen Stream machst, dann solltest du das Ganze auch rechtzeitig ankündigen. Oder zum Beispiel, du hast auch sowieso einen festen Streamingplan. Also du sagst zum Beispiel, bei mir findet jeden Freitagabend oder jeden ersten Freitag im Monat ein Livestream statt, dass die Leute auch sich darauf verlassen können, sich darauf einstellen können. Oder eben alternativ, du machst dann, kündigst einen besonderen Livestream an. Den solltest du dann halt mit mehreren Posts auf sämtlichen Plattformen vorher ankündigen, auch gleichzeitig in der Story und im Newsfeed, dass die Leute natürlich eben Bescheid wissen und auch zuschalten können. Natürlich bekommen die Leute immer direkt auch live noch eine Meldung, wenn die Leute online sind, aber eben vielleicht sind die Leute gar nicht online normalerweise zu diesem Termin und kommen halt so dann extra online wegen dir. Beim Handy hast du die Nachteile, dass die Qualität niedriger ist von deiner Handykamera. Die sind zwar heute schon ziemlich gut, aber mit einer richtigen Cam können die natürlich immer noch nicht mithalten. Außerdem hast du keine Sonderfunktion, also du kannst einfach nur so live gehen, wie es dir die Social Media App zur Verfügung stellt. Außerdem kostet dich das eine Menge Datenvolumen, insofern du nicht im WLAN sein kannst. Und der Akku hält natürlich auch nicht ewig. Deswegen, insofern du die Möglichkeit hast, nutz hier einen Desktop-PC mit einem Streaming-Programm, OBS zum Beispiel, also Open Broadcast Software, gibt es gratis und hat einige Funktionen mit an Bord. Schau dir das dann definitiv mal genauer an. Hier kannst du zum Beispiel auch noch ein sogenanntes Banner-Overlay benutzen. Das heißt, du legst sozusagen eine Maske über dieses Bild und hast dann so die Möglichkeit, hier noch Social-Media-Kanäle einzubinden, deine Website Link, ein Logo, andere grafische, interessante Dinge. Und das kannst du zum Beispiel am Handy ja auch nicht machen. Du solltest einen repräsentativen und interessanten Bildausschnitt wählen. Also das bedeutet, dass du halt nicht einfach nur straight aus der Vogelperspektive auf deinen Mixer filmst. Das ist relativ unspektakulär. Du solltest natürlich auch nicht dein gesamtes Zimmer aufnehmen. Und dann legst du vielleicht im rechten unteren Bildwinkel auf. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Schau also, dass am besten du drauf bist, denn du bist ja auch der Dienstleister und Menschen werden sowieso von Gesichtern und anderen Menschen angezogen. Die Leute wollen dich bei dem, was du tust, sehen. Also allermindestens mal das Equipment mit deinen Händen, was du eben so machst. Am besten bringst du dich komplett drauf, inklusive Equipment, dass die Leute ein gesamtes Bild von dir haben, aber eben auch nicht mehr. Denn eben wie der Rest deines Zimmers aussieht oder wo du dich sonst so rumtreibst, interessiert keinen, verschwendet auch nur unnötigen Platz. Wenn du hier eine externe Kamera benutzt, dann ist das eben auf jeden Fall zu empfehlen. Du kannst natürlich eben auch dein Handy benutzen, aber eine Kamera ist qualitativ eben doch deutlich besser, hat noch besondere Einstellungsmöglichkeiten.
Du dann eben als Person plus das Equipment. Du kannst dir auch klar ein ganzes Studio dafür einrichten oder wenigstens mal eine Ecke in einem Raum. Denn eben klar, du musst ja nicht den ganzen Raum filmen, aber eben wenigstens einen Teilbereich des Raumes, der dann nur dafür hergerichtet ist, wo auch keine ja, unnötigen Regale rumstehen oder was für private Angelegenheiten dann sonst noch im Weg sein könnten. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du mehrere Kameras hast, die Perspektive wechseln. Das ist dann auf jeden Fall schon Next Level und bietet auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Kannst du auch mal im Hinterkopf behalten. Und wenn du möchtest, legst du vielleicht noch einen drauf. Dann hat das Ganze natürlich auch schon einen Veranstaltungscharakter, indem du Lichtinstallationen benutzt, vielleicht sogar Nebel. Also im Prinzip, hier sind ja keine Grenzen gesetzt. Schau einfach, dass du was Besonderes machst, eben wieder Alleinstellungsmerkmal. Unterhalte die Leute gut, wie auch immer du es machst. Mach's einfach gut und beherzige wenigstens die ersten paar Punkte, dass du generell einfach auf eine gute Qualität vom Bild und vom Ton setzt und der Bildausschnitt passt und eben, dass das, wo du auflegst, auch ja, eben eine passende Ecke dafür ist. Was du dann noch oben drauf legst, ist dann im Prinzip die Kür. Der Ton ist wichtiger als das Bild, insofern, dass die Leute ja eben deine Musik hören wollen. Es geht ja hier nicht darum, dass du einen neuen Picasso malen möchtest. Von daher ist es jetzt auch kein Weltuntergang, wenn das Bild vielleicht ja, nicht in Full HD ist und dass es vielleicht ab und zu mal ein bisschen hängt, das Bild, oder verpixelt ist. Das ist natürlich nicht zu empfehlen, ganz klar. Insofern du die Möglichkeit hast, mach das Bild so gut wie möglich. Aber in erster Linie solltest du schauen, dass wirklich der Ton so gut wie möglich ist. Denn die Leute wollen ja eben deine Musik hören und das in möglichst guter Qualität. Schau daher nicht, dass er zu leise ist und vor allem auch nicht, dass er übersteuert, weil es dann eben dieses Klippen gibt, dieses Krachen. Und ja, klar, das hört sich niemand gerne an. Du kannst von daher auch den Stream selber vorhören. Du kannst zum Beispiel einen Probestream machen und dann dir die Einstellungen notieren oder irgendwelche Marker setzen, dass du dann genau diese Einstellung wieder benutzt. Oder du startest den Stream kurz, hörst rein, schaust, ob alles passt, beendet ihn wieder und startest dann im Prinzip den eigentlichen richtigen Stream, bei dem dann ja auch wieder alles stimmt. Wenn du es direkt am Mixer abgreifst und zum Beispiel in dein Handy schickst, dann brauchst du ein TRRS zu TRS Kabel. Das ist eben wie dein Kopfhörerkabel, das auch noch ein integriertes Mikrofon hat, wo dann eben auch der Ton reingeht und nicht nur raus. Ansonsten kannst du es auch das Interface, also deine Audiokarte, deine externe Soundkarte als Quelle, als Audioquelle angeben und hast somit natürlich auch den bestmöglichen Sound. Alternativ kannst du zum Beispiel auch mit einer Capture Card, die kennen vielleicht die Gamer unter euch, mit denen man eben dann auch Bild und Ton aufnehmen kann, eben das Ganze in ein digitales Signal umwandeln. Das heißt, du speist dann das Bild aus deiner Kamera und den Ton durch zum Beispiel ein Cinch-Kabel, ein Klinke-Kabel, was auch immer, in diese Capture Card ein und das Ganze kommt dann per USB wiederum an deinen PC. Sei vorsichtig vor Lags. Eben beim Bild haben wir schon gesagt, kann man noch Abstriche in Kauf nehmen, aber wenn du hier ein langes Set spielst, dann wollen die Leute das auch durchhören und deswegen gerade Lags, die dann auch den Ton betreffen, solltest du definitiv vermeiden. Deswegen stell die Audio und die Bitrate nicht zu hoch ein, dass hier auch nicht eine zu große Bandbreite benutzt werden muss. Trotzdem aber eben so, dass es ein guter, hochqualitativer Klang ist. Und wenn du eben mit dem Handy online bist, dann schau, dass du eben auch ein anständiges Netz hast oder dich zum Beispiel auch eben ins WLAN einloggst. Internetseiten wie Chew.tv sind extra dafür gemacht, dass DJs streamen können. Also da geht es wirklich rein darum, dass DJs streamen und ihre Show eben performen. Von daher, insofern das für dich interessant ist, schau hier mal vorbei. Außerdem gibt es Internetseiten, die das Streaming auf mehrere Plattformen gleichzeitig ermöglichen, denn üblicherweise eben hast du ja nur eine Möglichkeit, dann zum Beispiel mit diesem Stream-Schlüssel, den du in deinem Streaming-Programm hinterlegst, dann auf Facebook live zu streamen. Aber hier hast du die Möglichkeit, dass du dann diese Plattform zwischenschaltest, das heißt dein Streaming-Programm auf dem PC streamt an diese Website und die wiederum splittet dann das Signal
an die anderen Webseiten wie Facebook, YouTube, Twitch, Periscope und wo auch immer du hin möchtest. Das Ganze ist kostenpflichtig, aber insofern du Livestreaming zu deinem Steckenpferd machst, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die du nutzen solltest. Streaming auf Facebook ist insofern gut, dass du eine hohe Reichweite hast und auch eine sehr gute Interaktion. Du kannst nach Beendigung des Streams den Stream auch posten, ganz klassisch, wie einen Beitrag. Der bleibt dann halt dauerhaft auch da, sei denn es gibt Copyright-Verstöße, aber das hoffen wir mal nicht. Und Fans der Seite werden auch zeitnah über den Livestream informiert. Wenn es dann zu solchen Copyright-Verstößen kommt, dann kommt eigentlich immer nur die Meldung, dass es eben hier ein Problem gibt. Insofern kannst du dann den Livestream halt wieder runternehmen. Während dem Livestream wird dir das nicht passieren, wenn dann eben, wenn du den Stream posten möchtest. Und wenn du aber doch der Besitzer der Rechte der Musik bist, kannst du ihn auch trotzdem posten oder dagegen Beschwerde einreichen. Das musst du halt jetzt mal individuell schauen, aber es empfiehlt sich natürlich nicht, sich hier mit großen Labels anzulegen. Bei Instagram ist der Livestream immer ganz vorne in der Story. Und insofern sehr gut, weil wenn du halt sonst eine ganz normale Story postest und viele andere das auch tun von denen, die jemand abonniert hat, dann verschwindest du halt schnell weiter hinten im Nirvana. Aber dein Livestream ist dauerhaft, solange du live bist, immer an ganz vorderster Front. Und auch wenn du ihn postest, ist er noch ziemlich weit vorne. Außerdem gibt es eine Info für die Abonnenten. Und eben wenn du den Stream postest, dann ist er wie eine klassische Story auch 24 Stunden dann noch weiterhin verfügbar. Du hast in dem Stream vor allem eine sehr, sehr leichte Interaktion. Es wird schon ein Kommentarfeld eben angezeigt. Du hast außerdem die Möglichkeit, mit Emojis darauf zu reagieren. Und du kannst als Streamer sozusagen deinen Zuschauern zuwinken. Es ist also eine ganz lustige Geschichte und du hast eine gute Integration. Deswegen nutzt das definitiv. Periscope ist nicht so verbreitet in Deutschland, ist aber auch eine Plattform, die sich eventuell lohnen kann. Der Community-Aufbau wird dann halt wahrscheinlich eher abseits von deinen eigentlichen Kanälen stattfinden, weil du ja wahrscheinlich eine große Anhängerschaft aus Deutschland hast und eben Periscope in Deutschland nicht so verbreitet ist. Aber du kannst dir trotzdem hier eine seriöse Hörerschaft aufbauen. Bei Twitch ist es schon so, dass Twitch ja im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist. Und du hast hier die Möglichkeit, dass du als Streamer auch Spenden empfangen kannst, sogenannte Donations. Es gibt auch einige Streamer, die sich dadurch einen großen Unterhalt verdienen. Aber die Community ist halt eher auf Gaming ausgelegt. Es gibt auch streamende DJs, auf jeden Fall. Von daher schau mal, ob dir das vielleicht zusagt und ob du auch eine Community hast, die auf Twitch sehr aktiv ist. Probier das daher mal aus. Und auch wenn vielleicht Community-Aufbau eher abseits von den klassischen Netzwerken wie Facebook und Instagram passieren wird, sind es trotzdem ja dann noch richtige Follower, die du hast. Und vielleicht kannst du ja zum Beispiel auch von Twitch dann welche auf Instagram und Facebook rüberholen. Es gibt also einige Möglichkeiten, live zu streamen. Und es ist wirklich eine gute Möglichkeit, deine Community, deine Fans zu unterhalten, regelmäßigen Output zu liefern, vor allem gutes Marketing für dich zu betreiben und eben auch für potenzielle Auftraggeber hier das zu zeigen, was du denn alles so auf dem Kasten hast. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.